The deeper Scary Girl moves into the forest, the more the presence of death shows itself. Herzlich willkommen bei Scary Girl. Die Presence of Death hatten wir ja schon ein paar Mal, leider. Ganz so skillig, wie ich das eigentlich am Anfang geplant hatte, komme ich hier leider doch nicht durch. Und wir haben neue Gegner. Eine Blattraupe. Oder so scheint es. Aua. Oh, Alter. Die sind aber auch nicht ganz ohne. Zack, 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 zack. Komm her. Komm her. Ich kann ihn nicht aufgreifen. So, jetzt aber. Gott sei Dank kann ich trotzdem alles, was es gibt, in irgendeiner Form zerdrücken und zu Saft. Nein! Ah, shit! Yes, das war die andere Fähigkeit, die ich neu bekommen hatte. So, komm her. Und dich mache ich jetzt mal so. Gott sei Dank. Goodies! So, haben wir da oben schon irgendwelche Diamanten? Was sind denn das hier für verrückte Fallen? Die sehen ja mal richtig cool aus. Das sieht so aus wie so eine Sommerrodelbahn, nur mit tödlichen Geschossen. So. Hier dürfen wir nochmal kurz durchschnaufen. Schade, schon wieder nicht alle. Den kann man auch kaum ausweichen. Nach oben könnte man natürlich ausweichen. Da ist schon wieder so ein Roboter. Was es mit denen auf sich hat, ich weiß es nicht. Kann ich die eigentlich angreifen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Die sind in der dritten Ebene. Irgendwie beobachten die uns. Ich glaube ja, dass die was mit dem Typen zu tun haben. Boah, jetzt ist glaube ich Zeit für Dark Scary Girl. Yeah! Da haben wir sie mal schön erledigt. Und den nächsten nehmen wir auch gleich noch mit. So, hier, die will ich haben. Hm, lecker. Und ein Safe Point. Ich finde das mit dem Dark Scary Girl eigentlich ziemlich cool. Ich finde, das hätte man fast noch ein bisschen mehr machen können. Ah, hier kann ich nach oben klettern. Okay, den kann ich nicht wegmachen. Doch, kann ich schon. Wirst du wohl aufhören, mich töten zu wollen? Guck mal, der Schatten bleibt bestehen. Oder ist es ein anderer? Ein anderer, glaube ich. Dein Kollegen hab ich auch schon versohlt. Wuhu! Wie der über den Kopf schüttelt, finde ich total süß. Und total witzig. So. Jetzt springen wir hier rüber. Nein, natürlich nicht so. Ich trottel. Oh. Warte mal. Yes. So, immerhin. Oh Gott, jetzt müssen wir hier runter und Gott sei Dank habe ich den noch gerade abgewehrt, den Ball. Den auch. So. Sieht irgendwie lustig aus, wenn sie da mit ihrem Tentakel gegen diese Viecher schlägt. Ich bin, muss jetzt gerade mich sehr konzentrieren. Man muss immer so einen Button drücken, damit man hier. Ja. Schüttel deinen Kopf. Nein. Nein. Wieso kommst du da nicht hoch? Da musst du doch hoch. Dammit. Oh, da hättest du jetzt aber hochgehen können. So, man kann sogar auf den Felsen stehen. Das ist ja ganz gut. Pam, 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 pam. Ihr komischen Viecher, dass ihr immer auf einer Stelle nur bleiben wollt. Verstehe ich gar nicht. So. Mal gucken, ob ich jetzt hier richtig springe. Yes. Ein Save-Punkt, Gott sei Dank.
So, schieß mal nach unten. Kannst du nicht nach unten schießen? Nee, du schießt nicht nach unten. Nein! Das war knapp. Das war immer noch knapp. Dammit, wie komme ich denn da hoch? Die springt nicht hoch genug. Ich will hier nicht sterben. Ich kann den auch nicht angreifen. Ah, ich könnte vielleicht hier rüber... Nee, das kann ich auch nicht. Ist ja auch Blödsinn. Vielleicht darüber? Huhu! Aha! 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 Nein! Ach! Damn it! Natürlich auch fies, sowas. So. Wir müssen eigentlich unten lang, aber ich versuche das jetzt trotzdem. Jetzt sind wir ja schon gestorben. Ich versuche das jetzt trotzdem nochmal. Nein! So, erstmal mache ich jetzt diesen Vogel hier weg. Rums, 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 rums. So. Dann hier rüber und oben waren auch noch welche, glaube ich. Guckt euch das an. Nein. Ich habe sie nicht alle erwischt. So, die habe ich schon mal. So. Jetzt Achtung. Yes. Yes. Immerhin. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir alle Diamanten gesammelt haben. In diesem Bereich. Ich sehe schon wieder tödliche Fallen. Wie fies das aber auch ist. So, ein bisschen Lebensenergie tut nie schlecht. Kommt her. Ey, ich mache Stereo-Hauen. Stereo-Tentakel-Kloppe. So, dich kriege ich auch noch weg. Einfach, weil ich es kann. Guck mal, wie erquicklich die Flöte im Hintergrund spielt, während ich den Vögel... Den Vögeln mein Tentakel oben. Nein, das kann man nicht sagen. So. Zack. Und ich kletter weiter. Ich finde es auch super, wie die mit einer Hand klettert und die andere so als Ausgleich so nach hinten packt. Finde ich super. So. Ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Oh, Banditen. Diebesvolk. Ihr habt es verdient. So. Mit Äxten ein kleines Mädchen anzugreifen. Frechheit. So, greifen und die nehme ich jetzt mal mit. Klong, 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 klong. Keine Fallen? Aua! Uhuhu. So, dich mal so weg. Und jetzt diese Viecher, die sind natürlich echt unangenehm. Alles erledigt. Alle sind weg. Oh, das sind die Haken, die fallen. Das ist immer sehr unangenehm. Ah, der hält sogar mal. Das ist ja schön. So. Ah, kann ich da auch noch anders hin? Nee, wahrscheinlich nicht. Banditen! Das dieses Gesindel. Gesindel ist auch so ein mittelalterliches Wort, das eigentlich irgendwie schön ist. Ich sollte es mal bei Alendia mit einbringen. Gesindel. So. Ich muss ja nicht unbedingt alle immer kaputt machen. Na komm schon her. So, und jetzt pass auf. Hahaha! Ein Wirbelsturm gegen die Blattraupe. Wo führt mich das hin? Nein, das führt mich nirgends hin, weil ich es nicht hinkriege. Und jetzt? Wo führt mich das hin? Ich sehe es nicht. Da war noch ein Haken. Damn it. Da war noch ein Haken. So. Krieg's hin.
Nein! Ich krieg's doch nicht hin. Jetzt krieg ich's aber hin. Na, wer glaubt mir noch? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Ich weiß es. So. Oh Mann, wieso kriegt denn der das nicht? Verdammt. Verdammte Axt. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Das macht mich ganz kirre, wenn ich nicht weiß, wenn da oben vielleicht irgendwie unglaubliche Reichtümer sind. Ja, noch ein Haken. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich glaube, das war's jetzt aber. Ja. Checkpoint erreicht. Guck an. Oh, ich kann hier auch noch unten rumlaufen. Ah, ich glaube, hier wäre der andere Weg nach oben gewesen. Ist ja auch nett. Mit einem Fahrstuhl. Hm. Das sind doch hier andere Sachen. Das sind doch andere Wege. Jetzt bin ich fast unsicher, ob ich nicht nochmal nach unten laufen sollte, um mir dort... Ja, da hast du nicht mit gerechnet, ne? Das hinter dir plötzlich das Scary Girl steht. Ja, kannst du so zurückreichen, wie du willst, aber hier kommst du nicht. Mir entkommst du nicht. Aua. Rums. Muss ja auch mal seine Fähigkeiten ein bisschen einsetzen. So, da geht's nach unten auf jeden Fall. Mach sie alle weg. Ah, dammit, der Mann, habe ich zu schnell weg gemacht. Jetzt bin ich aber so ein bisschen verwirrt, weil hier ist dieses Level ist riesig groß anscheinend. Guck mal, hier ist schon der nächste Checkpoint. Ich mach den mal, ich betätige den mal. So, lauf jetzt aber trotzdem in die andere Richtung erst nochmal, weil ich will jetzt sowohl wissen, was unten doch so ist, als auch was diese Bereiche, wo man nach unten geht, was da so ist, hier zum Beispiel. Ich glaube ja, dass man da wieder hochkommt, gleich, wenn man hier runter geht, dass man da wieder hochkommt. Aber die Frage ist auch, was passiert eigentlich hier unten? Na, das hat sich ja gelohnt, dass ich hier hingegangen bin nochmal. Also ja, voll gelohnt. So, da sind wir wieder. Jetzt erstmal hier lang. Ab nach unten laufen. Sollte hier nicht so voreilig fliegen. So. Ah, okay. Das geht ja noch. Hier habe ich Steine. Wozu habe ich Steine? Ich nehme die jetzt mal mit, glaube ich. Vorsichtshalber. Oh oh. Beinahe. Was ist das denn? Was ist das? Hm. Da ist irgendwas drin. Irgendwas Lebendes. Hast du das etwa gemacht? Komm her. Hier gibt es auf jeden Fall haufenweise Diamanten einzu. Und da ist auch nochmal so eine... Auch nochmal so eine komische Tüte oder was das ist. Ein Sack. Was ist das nur? Tja, und hier... geht's unendlich in die Tiefe und man stirbt. Ein Diamant. Ist dann noch einsam und allein. Aber ich komme hier auch nicht durch. Also das ist schon in meiner Umgebung. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ah! Guck an. Da ist jetzt gerade irgendwas rausgekommen. Guck ich mir mal genauer an. Was zur Hölle ist denn das? Knochen? 1 von 4. Strange.
Wir sammeln Knochen ein. Wofür mag das sein? Lass mich da hoch! Nein! Ich hab's nicht hingekriegt, leider. Aber da fällt der nächste Knochen raus aus dem Sack. So, das haben wir schon mal hingekriegt. Aha! Hier müsste der Stein hin. Was natürlich auch eine fiese Sache ist. So, und jetzt, wie soll ich... Gott sei Dank. Haben wir hingekriegt. So, wir haben die zwei Knochen. Jetzt muss ich nur noch den Stein nehmen und den da drüben hin transportieren. Wie auch immer. Das wird nämlich gar nicht so einfach. Aua. Ja, einfach mal Knochen eingesammelt. So, ich kann jetzt nämlich nicht meine Tentakel benutzen. Das macht das Ganze so schwierig! Ah. Nein! Verarsch mich doch! Dammit. Ich sterb noch. Einfach nur, weil ich irgendwo gegenfliege, wo es Schmerzen bereitet. So. Ach Gott. Warte mal, ich könnte mal was probieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber... Ha! Ich glaube, es hat funktioniert. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, da war ungefähr die Zielscheibe und wenn ich die nach oben geworfen hätte, dann hätte es sein können, dass die trifft. Ich glaube, man muss hier... Man muss hier echt schnell und früh genug abspringen. Ach, dammit! Das ist so eine Stelle hier, so pitlastig, ne? Ich glaube, ich werde mal gleich durchatmen und die Folge beenden. Und dann vielleicht in der nächsten Folge mit etwas mehr Sprung und Zielwasser das Ganze beginnen. Ach, leck mich doch! Ich schaffe echt noch zu sterben jetzt. Drei Versuche habe ich noch. Ne, zwei Versuche habe ich noch. Ne, drei. Im dritten Versuch wäre ich tot. Ach, Gott sei Dank. So. Also, es hat noch nicht geklappt. Insofern, ich werde jetzt versuchen. Alter, die kriegt man da nicht durch. Wieso trifft denn der dann nicht? Da muss doch das automatisch treffen. Man muss nämlich eigentlich so ein bisschen zielen hier mit dem Scheißding. Und wenn man das nicht hinkriegt... So, please, please, please. Extra mit Sahne. Damit. Aber ich bin nicht gestorben. Ich habe nur noch ein Viertel Leben. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo gegen knalle, dann ist leider die Folge beendet. Ha! Da war es um mich geschehen, obwohl ich gar nicht mal auf den Spitzen drauf war. Insofern, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.